Im nächsten Beitrag geht es um Gefühlsstörungen im Bein. Und das ist gar nicht so selten bei älteren Menschen. Der Dr. Albert Wettstein hat eine von unseren Zuschauern abgeklärt. Ich besuche jetzt Frau Zemp in Emmenbrück. Sie hat mir am Telefon erzählt, dass sie starke Gefühlsstörungen im linken Bein hat. Wir wollen schauen, ob das vom Rücken herkommt und was man eventuell dagegen machen kann. Grüezi, Herr Dr. Wettstein. Gehen wir gerade in die Küche. Ja, gerne. Nehmen Sie Platz. Gerne, ja. Frau Zemp, Sie haben mir erzählt, dass Ihre Beschwerden von der Gefühlsstörung her angefangen hat, nachdem Sie operiert wurden, sind wegen Rückenweh. Ja. Und wie haben sich dann die Gefühlsstörungen entwickelt? Langsam oder plötzlich? Langsam. Langsam, immer langsam, mehr? Ja. Und jetzt ist es der ganze Fuß. Und jetzt ist der ganze Fuß und das Bein selber hat so, ist auch betroffen, weil man hat das Gefühl, es sei kalt, aber es ist nicht. Es ist nicht. Es ist ein subjektives Gefühl, genau, das falsch ist. Ihre Wahrnehmung ist gestört im Fuß und das behindert Sie auch beim Laufen. Ja. Genau. Jetzt wollen wir das mal schnell anschauen, wie Ihre Reflexe sind und Ihre Gefühlsstörung am Bein. Mal schauen, wie die Reflexe sind. Sehr lebhafte Reflexe in der oberen Lendenwirbelsäule. Und da auf der gesunden Seite haben wir einen sehr guten, lebhaften Achillessehnenreflex. Und da fehlt. Das beleidigt ganz klar, dass es eine Schädigung ist von dem Nerv, der in den Fuß abgeht. Jetzt, wenn ich das so anlange, ist das ein Unterschied? Ja. Was ist der Unterschied? Auf der linken Seite, also auf der rechten Seite, spüre ich es anders. Ja, da weniger. Und dort ist einfach stumpf. Stumpf, ja, genau. Frau Zemp hat eine eindeutige Schädigung vom Nerv, die zum Wirbelsäule rauskommt und im Fuß runtergeht. Es ist wichtig, dass Sie sich regelmäßig bewegen. Da hat sie am besten Chance, dass die Schädigung minim bleibt von der Wirbelsäule her. Und sie muss lernen, mit dieser Gefühlsstörung umzugehen, sei es mit dem Stock oder durch Heben von ihrem Mann.